Eigentlich haben ja alle Menschen das gleiche existenzielle Grundproblem. Aber sie sprechen nicht miteinander. Sie denken, wenn sie es für unlösbar halten, wird der andere es genauso damit zu halten. Und also quasselt man lieber über etwas anderes als über diese Grundfragen. Und so erkennt keiner, dass der andere in der gleichen Zwickmühle steckt wie man selbst.